Ja, hat gut geholfen. In diesen Regalen liegen viele mit Wein und anderen Spirituosen gefüllte Flaschen. Darüber liegt eine dicke Schicht Staub und Spinnenweben. In der Ecke steht ein Stapel Holzfässer mit einem streng riechenden Gebräu. Kiste voller Lebensmittel stapeln sich entlang der Wand in diesem modrigen Keller. Ja, einverstanden. Okay, das heißt, wir können jetzt die Knüppel wieder einstecken. Es soll geschehen. Und mit ihr mal reden. Seid ihr diese ekligen Viecher losgeworden, mein Lieber? Meine Gäste kriegen langsam wirklich Durst. Geschafft, diese Viecher werden euch nicht mehr belästigen. Danke, mein Lieber, ihr seid ein Lebensretter, aber tut mir noch einen Gefallen. Dieses kleine Ungezieferproblem bleibt unter uns. Ich will ja nicht, dass die Leute denken, dass Gisellas Taverne nicht sauber ist. Jetzt geht. Ja, 5 Gold. Ihr habt Gisella von der Käferplage befreit. War schon mal ein guter Anfang. So, und willkommen in Osthafen, Vorwärts! wo wir noch nicht viel sehen. Vor allem irgendwo rausgesprungen. Ah ja, doch, die Taverne. So, hier ist Pommerbs Warenhaus, unsere erste Haltestelle. Nein, unsere nächste Haltestelle am besten. So, Gasthof zur Schneewehe. Hier runter will ich erstmal nicht. So, hier ist ein Stadtbewohner. So, hier ist der alte Jed, vor dem wir gewarnt wurden, dass er ein Gewiss. Trinker ist. Hallo Kumpel, wie geht's dir? Hallo, nett dich kennenzulernen, wie geht's dir? Puh, mal wieder zu tief ins Glas geschaut, Alter. Mir geht's gut, aber ich muss wirklich weiter. Nehmen wir das Erste. Nicht so gut, Kumpel. Gisella, die Wirtin von der Winterwege, gibt mir nichts mehr. Wie soll ich da richtig fischen? Ich weiß nicht, einfach ohne Alkohol vielleicht? Du brichst mir das Herz, Alter. Warum tut sie das? Du kannst dir nichts alles gefallen lassen. Ich schlage vor, du teilst dir eine Lektion, während sie schläfst, wenn du verstehst, was ich meine. Da sehen die Leute in der Stadt, dass sie nicht alles mit dir machen können. Ja, das ist wirklich bitter. Naja, ich muss gehen, leb wohl. Ich weiß nicht, ohne Alkohol vielleicht? Die Wirtin sagt, ich trinke zu viel. Was weiß die denn? Mein Boot ist nur dreimal, naja, viermal gekentert. Egal, ich brauche meinen Wein, damit ich richtig fischen kann. Kann ich irgendwo etwas tun, um dein Auge, falls das Abrutschen in die Besinnungslosigkeit zu unterstützen? Alkohol ist keine Lösung für deine beruflichen Probleme. Schlage vor, du besprichst dein Problem mit einem Priester. Naja, viel Glück. Nehmen wir mal die 1. Du könntest zu Pornhub gehen und mir Wein holen. Da könnte ich weiterfischen. Dafür wäre ich dankbar. Ich will ihn selbst holen, aber vor 2 Sommern habe ich mich so aufgeregt über diesen aufgeblasenen Pornhub, dass ich seinen dummen Hintern in den Dinnescher See befördert habe. Sicher, du scheinst mir ein netter Mann zu sein, so eine Art von betrunkener Fischer. Aber wie dankbar genau wirst du sein? Scheint mir nicht mein Ding zu sein. Leb wohl, sicher. Nehmen wir das. Ja, danke, Kumpel. Pommaps Laden ist in der nordöstlichen Ecke der Stadt. Gut, ich bin bald wieder da. Wir haben tatsächlich dafür einen Tagebucheintrag gekriegt. Eine Flasche für den alten Jed. Einer der einheimischen Fischer, der alte Jed, hat uns gebeten, ihm aus Pommers Warenhaus in einem Laden im Nordosten der Stadt eine Flasche Wein zu holen. Ja. Vorwärts! Das können wir mal wegklicken. Also geht es jetzt doch erstmal in Pommers Warenhaus rein. Ich mache nämlich jetzt erst einmal so die Quests hier in der Stadt, so gut es geht. Also man sieht, wenn ich Tab drücke, werden lila die Türen hervorgehoben und unsere Charaktere mit ihren Lebenspunkten. Genauso. Früher waren es eigentlich hauptsächlich Türen und Container, die hervorgehoben wurden. Sag, was du von vorwärts. Eine Auswahl polierter Vasen und Öllampen ist über die ganze Länge des Tresens verteilt. Ja.
Was ist das? Noch mehr Barbaren in meinem Laden, zweifellos mit nichts mehr zum Tauschen als Wolfspelzen und polierten Steinen. Nur gut, bringen wir es hinter uns. Was wollt ihr? Barbaren, ich glaube, ihr irrt euch, Freund. An eurer Stelle würde ich meine Zunge im Zaum halten, Ladenbesitzer. Dieser ganze Stier hat meine Laune nicht gerade gehoben. In Ordnung, ich möchte sehen, was ich anzubieten habe. Barbaren, ich glaube, ihr irrt euch. Ach, wirklich, das glaube ich nicht. Ihr aus dem Norden seid für mich alle gleich, stinkende Barbaren. Aus dem Norden? Ich merke, ihr seid nicht von hier. Ich bin Pomab Ak Asmir, königlicher diplomatischer Gesandter von Kalimsan und Besteller. Was? Bestellter Aufseher der nördlichen Karawanenroute. Vergebt mir, Herr, das wusste ich nicht sicher. Und ich bin König von Mithrilhalle. Ha. Ah, ich verstehe eure Erscheinung als einfacher Ladenbesitzer, ist eine Geschichte von Verkleidung, um mögliche Mörder zu täuschen. Habe ich recht? Haben Sie sicher versucht, sarkastisch zu sein, ist ein deutliches Zeichen eurer niedrigen Geburt. Ich sage euch, dass ich der dritte Cousin des Paschas selbst bin und ein königlicher Hofling im hohen Ansehen. Wenn ihr in Kalimshan solches Ansehen genießt, was bei den neuen Höllen macht ihr dann hier oben im Eiswindtal? Ich glaube, euer Gehirn hat unter dem vielen kalten Wetter gelitten. Hüttenkoller vielleicht? Entschuldigt mich, ich wollte niemanden beleidigen. Was auch immer, kann ich bitte etwas einkaufen? Nehmen wir mal die 1. Der Pascha hat mich gebeten, diesen Posten des Aufsehers der nördlichen Karawanenrouten anzunehmen, als persönlichen Gefallen. Ich verstehe, dieser Posten ist nichts anderes als ein praktischer Vorwand für den Pascha, einen Dorn im königlichen Auge loszuwerden. Ach, ihr meint, ihr wurdet verbannt. Interessant, sagt mir Aufseher. Habt ihr jemals etwas von einem solchen Posten gehört, bevor der Pascha ihn euch angeboten hat? Also ich bin euch eurer lächerlichen Fragen leid. Ich habe viele Verpflichtungen nachzukommen. Also schlage ich vor, ihr hört auf, meine Zeit zu verschwenden. Also kauft etwas oder verschwindet. Schön, was habt ihr anzubieten? Ja, das Handelsmenü. Wir verkaufen mal die Stäbe. Und kaufen erstmal nur den Alk. Eine Flasche Wein kaufen. Und sind schon wieder weg hier. Wie kann ich einverstanden? Weiter. Eine der schönen Sachen, es gibt Container in Icewind Dale. Wie man gerade gesehen hat, also für Edelsteine, Tränke und Zauberrollen. Sind zwar auch nicht unendlich groß, aber sparen Platz in dem kleinen Inventar, was wir so haben. Gewiss. Ah, du hast eine Flasche Wein für mich, Kumpel. Ich bin dir wirklich dankbar. Trink nicht alles auf einmal, Freund. Lebt wohl. Lass dir gut ein, Captain. Es wird nicht gerade ein Abenteuer da sein, der da. Es wird nicht gerade ein Abend. Es wird nicht immer gerade ein Abenteurer da sein, der dir deine Medizin holt. Leb wohl. Trink nicht alles auf einmal, Freund. Das ist ein bei heldenhaften Abenteuertypen selbstverständlich. Leb wohl. Nehmen wir die 1. Haben 6 Gold gewonnen, also 4 Gold gut gemacht. Haben wieder 1200 Erfahrung gemacht, also 200 für jeden. Das wird halt immer so aufgeteilt. Warum auch immer jeder 424 hat, der hat nur 402. Achso, ja, wegen den Käfern. Da kommt einer immer zu kurz, dein nämlich Befehl, der Letzte. Einverstanden. Und ja, ich sollte die beiden noch mal tauschen. Ja, einverstanden. So, okay. Sieht aus wie eine haarige Ratte. I. Hat es irgendwelche Kunststücke? Ein Eichhörnchen. Sag, was ja, du Kinder gewiss. Haben komischerweise in diesem Spiel immer Namen. Nicht berühren, es könnte beißen. Ist das eine echte Klinge? Wir tragen gar nichts in der Hand. Wie kann ich? Es soll geschehen. Stadtbewohner, Stadtbewohner. Fischhändler, mal gucken. Das ist Gaspar. Was hast du uns zu sagen? Das trifft sich gut, Fremder. Ich heiße Gaspar. Gaspar der Fischhändler. Was kann ich für euch an diesem schönen Tag tun? Fischhändler, das hier sieht gar nicht aus wie ein Fischladen. Das liegt wohl daran, dass es keiner ist, mein Freund. Das ist mein Haus. Ich mag wohl ein Fischhändler sein, aber das heißt nicht, dass ich den Fisch auf der Straße fein halte. Ich handle mit getrockneten Knöchelkopfforellen und Fischbeinschnitzereien in großen Mengen. Das meiste davon liegt in meinem Lager unten am Hafen. Getrocknete was? Knöchelkopfforelle, das ist eine seltene Fischart, die nur in den Seen von 10 Städten vorkommt. Aus ihren Gräten werden wertvolle Fischbeinschnitzereien hergestellt. Ihr müsst ja einigermaßen gut verdienen durch den Verkauf dieser Fische. Was genau sind Fischbeinschnitzereien? Ich verstehe, naja, ich muss weiter leben wohl.
Nehmen wir die 1. Es ist ein redliches Einkommen, doch den meisten Umsatz mache ich durch Handel. Apropos, gerade in diesem Moment wirklich ein wichtiges Geschäft ab. Was für ein Geschäft? Die Lebensmittel der Speicher der Stadt sind bedenklich leer. Mein Lagervormann Kurin sagte mir, es gebe nicht genug Lebensmittel für den kommenden Winter. Ich habe einen Handel mit dem alten Galloway oben in Caer Dinneval gemacht, der unsere Bäuche bis weit unter das nächste Jahr füllen dürfte. Die Karawane müsste jetzt täglich eintreffen. Und viel Glück, dann lebt wohl. So, Tagebuch wurde aktualisiert. Das ist ein Eintrag. In Osthafen haben wir Gaspar, den Fischhändler, getroffen. Er erzählte uns von einem Handel, den er mit einem Händler in Caer Dinneval abgeschlossen hätte. Die Karawane ist noch nicht angekommen, müsste aber jeden Tag eintreffen. Die Stadt scheint die Vorräte, die Karawane bringt, wirklich zu brauchen. Hast du uns noch was zu sagen? Freut mich, euch wiederzusehen. Was ist für euch diesmal zu mir? Ja, ich könnte das wieder machen. Was genau sind Fischbeinschnitzereien? Fischbeinschnitzereien sind genau das aus Fischgräten geschnitzte Kunstwerke. Weil Knöchelkopfforellen so selten sind, sind Fischbeinschnitzereien aus ihren Gräten ganz besonders wertvoll. Fischbeinschnitzereien aus Osthafen werden von Künstlern und Kunsthandwerkern in allen Reichen hoch geschätzt. Ihr müsst hier einigermaßen gut verdienen. Ja, und das mit dem Geschäft können wir ja. Hatten wir ja schon. Gut. So. Es soll geschehen. Das hier wäre dann wahrscheinlich Rodgars Haus. Oder Rodgars Haus. Ja. Also wir sehen sogar mit farbigen Punkten, was ist. Also Gasthof, können wir uns eine Legende einblenden? Nein, aber die Übersichtskarte. Gebietskartenhintergrund. Ah, was begehbar ist, okay. Ach ja, und wir stehen hier übrigens. Also das ist ein wichtiges Gebäude, das sind... Nebengebäude, das wird wahrscheinlich Händler sein und das Taverne. Na, gucken wir mal, wer hier wohnt. Niemand und auch nichts, was wir einsacken in Ordnung. Könnten. Der macht... Sofort. Hier liegt einfach ein Stab rum. Hier liegt ein Speer rum. Sofort. Ja. Und sie sagt uns auch nur das Standardzeug, was wir so gehört haben. Also über Orks, Goblins, einen Wolf, einen summenden Fischer. Das hier ist übrigens der Tempel. Ah, okay, der wird wahrscheinlich, weil es hier auch, weil die Tempel meistens auch Sachen verkaufen. Und ja, hier gibt es einige windschiefe Hütten. Und nur eine Stadtbewohnerin. Einverstanden. Hätten wir jetzt eine Druide, wäre der Speer sogar recht praktisch. So, hier haben wir Ionen und einen Stadtbewohner. Also Ionen war der, der die ganze Zeit herumsummt, über den man sich beschwert hat. Was? Oh, entschuldigt, mein Freund. Ich habe euch nicht bemerkt. Mein Name ist Ionen. Kann ich euch irgendwie helfen? Alles in Ordnung? Ihr scheint beunruhigt. Ich bin überrascht, dass ihr mich überhaupt bemerkt habt, so tief wie ihr in eure Tragträume versunken schien. Ihr würdet eure Zeit nützlicher mit Fischen im See verbringen als mit Träumen. Tut mir leid, wenn ich euch gestört habe. Ich möchte mich verabschieden. Nehmen wir mal das Erste. Nein, mir geht es gut. Ich genieße nur ein bisschen die Aussicht auf den See und versuche, diese Träume abzuschillen. Die See ist wunderschön, nicht wahr? Träume? Die verblassen normalerweise beim Aufwachen, mein Freund. Vielleicht kann ein Tag beim Fischen sie vertreiben. Ach, diese Träume haben in letzter Zeit in mir gefischt, mein Freund. Es ist so schlimm, dass ich kaum ein Auge zumache. Da weckt sie mich schon wieder auf. Zuweilen ist das sehr ärgerlich.
Manchmal scheint es mir, als seien diese Träume realer als die wahre Welt. Was sind das für Träume? Also da ist diese Frau. Ihr braucht mich gar nicht so anzusehen. Es ist nur nicht so, wie ihr denkt. Sie geht über die Oberfläche des Sees, als bestünde er aus Pflasterstein statt aus Wellen. Sie spricht nicht, sie singt nur. Ein wunderschöner Gesang, aber ich verstehe kein Wort. Da wir Träume eure einzige Sorge sind, Ionen, geht es euch ja nicht allzu schlecht. Träume sollten ein Trost sein und kein Fluch. Um die Wahrheit zu sagen, mein Freund, es macht keinen Sinn. Diese Träume zerfleischen mich wie ein hungriger Wolf. Ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen, bevor die Erinnerung an diese Träume wieder über mich hereinbricht. Ich zu den Höllen, ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Wenn ich einen Weg finde, werde ich euch helfen, Jon. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich werde sehen, was ich herausfinden kann.